Reges Treiben auf dem Verkehrslandeplatz Chemnitz-Jahnsdorf. Mehr und mehr Gäste treffen ein. Doch die, die am Abend des 11. September an und in den Hangar gekommen waren, wollten auf dem Boden bleiben. Der Verkehrslandeplatz Chemnitz-Jahnsdorf war Veranstaltungsort der 7. Sommerlounge der Wirtschaft im Erzgebirgskreis. Ja gut, uns war es wichtig, dass wir diese Tradition aufrechterhalten. Es ist eine Veranstaltung, wo gerade viele Unternehmerinnen und Unternehmer ein Netzwerk geknüpft haben in den letzten Jahren, sich begegnen, sich austauschen, immer neue auch dazukommen. Und diese Kommunikation, sage ich mal, war uns nach den letzten Wochen, wo doch vieles vom Niveau her weit runtergefahren worden ist, sehr wichtig. Dominierendes Thema zur Sommerlounge der Wirtschaft war an diesem Abend das Jubiläum 30 Jahre Deutsche Einheit. Besonders würdigte der hiesige Landkreis in diesem Rahmen die seit mittlerweile 3 Jahrzehnten bestehenden Landkreispartnerschaften. In Anwesenheit der Landräte der deutschen Partnerlandkreise Ansbach, Emmendingen, Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim und Nürnberger Land dankte Landrat Frank Vogel für die Unterstützung, insbesondere in den ersten Jahren nach der politischen Wende. Vogel betonte zugleich die Bedeutung der Beziehungen für den Erzgebirgskreis und die Region. Das kam bei den Gästen aus den Partnerlandkreisen sehr gut an. Einer von ihnen ist Landrat Helmut Weiß, der die deutsch-deutsche Partnerschaft anfangs noch mit der jetzigen Gemeinde Raschau-Markersbach mitverfolgt hat. Er weiß, warum die Beziehungen nach wie vor lebendig sind. Das gelingt nur, weil die Menschen aufeinander zugehen. Das hat nichts mit der Politik. Die Politik wird es nie schaffen. Aber wenn die Menschen aufeinander zugehen, und wir sind damals herzlichst aufeinander zu, und das hat sich bis heute einfach erhalten. Vor Beginn der Veranstaltung haben sich die Landräte der 4 deutschen Partnerlandkreise des Erzgebirgskreises ins Goldene Buch des Landkreises eingetragen. Dass 30 Jahre deutsche Einheit bei der Sommerlounge der Wirtschaft thematisiert wurden, freut natürlich auch den Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz. In Jahnsdorf hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete quasi ein Heimspiel. Über das Format, das bei seiner 2020er Austragung dem Slogan Erz weiter bewegen folgte, sagte er: Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum es nicht jeder macht. Weil wenn sich Kommunalpolitik, jetzt sächsischer Staatsminister mit mir als Bundestagsabgeordneten vernetzt, das ist ja gut. Weil ich sage jetzt mal, die Unternehmer treffen ihre unternehmerischen Entscheidungen, schaffen Arbeitsplätze. Aber trotzdem braucht man sich ein Stück weit. Wir schaffen als Politik die Rahmenbedingungen. Insofern ist es immer gut, man redet miteinander. Und wenn man das nie in so einem ganz trockenen Format tut, sondern auch mal sagt, man feiert mal miteinander bei einem Glas Bier oder einem Glas Wein, mal, ist das eine schöne Sache. Begrüßt wurden die Gäste im Hangar von Landrat Frank Vogel. In seiner Ansprache lobte er unter anderem, dass sich die Veranstalter des Unternehmerabends, federführend das Landratsamt Erzgebirgskreis, das Regionalmanagement Erzgebirge, die Erzgebirgssparkasse und der Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen gemeinsam dazu entschieden hatten, auch wegen des günstigen Verlaufs der Corona-Pandemie in der Region und im Rahmen der geltenden Corona-Schutzverordnung des Freistaates Sachsen das Event durchzuführen. Damit sollte insbesondere all denen Hoffnung und Zuversicht gegeben werden, die wegen der Corona-bedingten Krisensituation in wirtschaftliche Turbulenzen gekommen sind. Ein Grußwort kam am 11. September vom sächsischen Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt. Er erinnerte unter anderem daran, dass am 11. September 1989 in Ungarn der Eiserne Vorhang aufgeschnitten wurde. Die Sommerlounge der Wirtschaft im Erzgebirgskreis bewertet Staatsminister Schmidt positiv. Also das ist schon was Besonderes. Es gibt unterschiedliche Formate, auch in den großen Städten und auch in Landkreisen. Aber hier ist die Tradition, die immer im Erzgebirge mitspielt, verbinden mit modernen Unternehmertum und das auf einem hohen Niveau, das ist ja nicht einfach bloß mal ein Treffen, es ist ja wirklich hohes Niveau zu verbinden. Das ist schon ein bisschen was das Erzgebirge ausmacht. Da kennt man sich, da freut man sich zu treffen, da bewahrt man Traditionen, aber man schaut immer wieder nach vorn. Ich glaube, das alles spielt hier eine Rolle. Wie schon in den Vorjahren erhielt auch zur Sommerlounge auf dem Verkehrslandeplatz Chemnitz-Jahnsdorf der Kreis der Botschafter des Erzgebirges Zuwachs.
Neu ernannt wurden der Sächsische Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine, Sebastian Seidel und Rico Einenkel, bekannt unter ihrer Marke Stereo Act, sowie die jungen Unternehmer Dr. Jan Wabst und Michael Wiesehütter. Uta Deko, Leiterin der Politikredaktion bei MDR Sachsen, moderierte den Abend auf unterhaltsame Weise. Zu einem Talk begrüßte die Journalistin, die im Erzgebirge aufgewachsen ist, 5 Gäste auf der Bühne. Und Landrat Frank Vogel nahm sich Zeit für ein erstes Fazit. Ja, also ich bin erst einmal sehr froh gewesen. Wir haben unheimlich viele Anmeldungen gehabt. Wir mussten diesmal natürlich auch aufgrund der Beschränkungen, die im Zusammenhang mit Corona bestehen, doch vielen absagen. Ich merke aber, dass früher mussten wir viele anschreiben und einladen. Jetzt melden sich viele Unternehmer und wollen einfach von sich aus dabei sein. Einige haben auch den Wunsch geäußert, Geschäftspartner mitbringen zu können. Da merkt man, dass diese Veranstaltung einen hohen Stellenwert in der Unternehmerschaft eigentlich hat. Und die Kommunikation in den Unternehmen untereinander und vor allen Dingen auch mit der Kommunalpolitik dort sehr gut funktioniert. Die Kommunikation, immer die Corona-Vorgaben im Auge, bestimmte dann auch den geselligen Teil des Abends. Für das richtige Licht in der Veranstaltungslocation sorgte Enrico Oswald mit seinem LEC-Team aus Eibenstock. Für das kulinarische Erlebnis waren Popeller Genusshandwerk und Benjamin Unger vom Hotel Blauer Engel, beide aus Aue, zuständig. Dazu ein Konzertabend mit Ostrock meets Klassik. Die Bühne gehörte dabei Quaster, Mike Kilian und der Erzgebirgischen Philharmonie Aue.